Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Folge Die Sims 4 Asylum Challenge. Ja, in der letzten Folge waren wir mal wieder auf der Arbeit. Es ist nicht wirklich viel Spannendes hier im Haus passiert. Wir haben immer noch keinen Strom, machen gerade noch einen leckeren Salat, damit wir wenigstens irgendetwas zu essen haben. Aber wir haben die Benachrichtigung bekommen, dass in den nächsten 24 Stunden unser Wasser abgeschaltet wird. Deswegen springe ich auch noch gleich unter die Dusche, damit ich nämlich sauber bin. Weil ich mich nämlich ziemlich dreckig fühle. Das heißt, wir können nicht mehr spülen, wir können uns die Hände nicht mehr waschen und wir können nicht mehr duschen. Wir können auch nur noch die Teller wegschmeißen. Und ja, das ist so das Einzige, was wir noch machen können. Deswegen, ich mache ein bisschen sauber, ich spüle ein bisschen und ich kann nichts dafür, anders geht's leider nicht. Und danach schmeiße ich mich halt auch sofort ins Bett. Einfach schnell unter die Dusche, mich richtig sauber fühlen, bevor das Wasser abgeschaltet wird. Die anderen Sims haben jetzt leider das Problem, dass sie sich darum jetzt nicht kümmern können. Also das ist echt ein bisschen Schitte, sagen wir es mal so. Das ist echt Schitte. So, ich bin jetzt sauber. Ich fühle mich sauberer. Ach komm, dann lass das sein und spring einfach ins Bett. Okay, dann mach das halt doch. Wir haben auch noch das Inventar von unseren Sims ein bisschen ausgeräumt, weil ja Mitternacht war, und haben einfach die ganzen Hip-Hop-Tanzmatten einfach verkauft, die sie im Inventar hatten. Ich glaube, mittlerweile hat das irgendwie jeder Sim. Aber naja, wir schmeißen uns jetzt ins Bett. Die Mareike kann sich ja dazulegen, theoretisch. Will sie aber nicht. Aber wir schlafen jetzt aus. Wir müssen in 3 Tagen wieder zur Arbeit und müssen bis dahin halt ein bisschen geübt haben. Und ja, unser Wasser wird auch noch abgeschaltet, auch noch toll. Das heißt, spülen geht nicht mehr. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Hier seht ihr, du hast 24 Stunden, um deine Rechnung zu bezahlen, bevor dein Wasser abgestellt wird. Ja, geht jetzt alle nochmal auf die Toilette und spült bitte. 4 machen die Sims nicht. Sie essen, sie schlafen, sie gehen auf die Toilette. So was, das Alltägliche, was man halt einfach macht. Selten gehen sie mal nach draußen. Also erst so vorletzte Folge oder so ist jemand rausgegangen und hat dann den Boxsack ein bisschen trainiert. Aber sonst ist es doch, ja. Tun sie halt das, was so kleine Babys halt tun. Ja, dann ess doch was. Wir haben doch Salat, genügend Salat da. Ich tue das auch alles immer schön hier in den Mülleimer, damit halt das nicht kaputt geht. Weil ihr müsst mit bedenken, wenn ihr halt das leere Geschirr hier hinzieht, dann ist es halt so, als wenn die Sims das abwaschen würden. Kann es halt wirklich passieren, dass es dann in dem Moment kaputt geht. Ich bin gespannt, wenn das Wasser abgeschaltet ist. Ich hoffe, die gehen jetzt alle noch schön auf die Toilette. Ich nehme jetzt halt extra ein bisschen auf, damit wir halt nicht immer das Problem haben, dass sie halt immer alle auf die Toilette müssen und dass sie alle mal duschen müssen, sondern dass wir jetzt halt am Stück ein bisschen was haben, was halt einfach angenehmer ist. Dann sind wir halt ein bisschen in dem Spielfluss halt drin. Oh, die können auch gar kein Wasser mehr trinken dann. Ach, ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Also mit dem Teddy zu reden, das ist wohl... Mit dem Teddy anzuschauen, das sind wohl Sachen, die sie echt oft machen. Leider werden unsere Sims auch alle gerade ziemlich krank. Und ich muss auf jeden Fall noch auf die Toilette, bevor... Gut, der geht wenigstens nochmal duschen. Ich finde, das Gute ist, sie können ihren Spaß auch so ein bisschen mit dem Handy halt einfach bekommen. So, ich bin wach, also raus da, ich muss auf die Toilette. Ja, Entschuldigung, ich musste niesen. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, ihr hört das wahrscheinlich auch. Ich bin nämlich ständig erkältet, ich habe langsam das Gefühl, ich habe irgendwas mit Heuschnupfen oder so.
Also eigentlich habe ich es nicht, aber ich glaube, dass ich das langsam bekommen habe. Also es kann ja im Laufe des Lebens, kann das ja mal passieren. So. Ich bin jetzt ganz böse. Ich guck jetzt mal die Nase. Also das nächste Mikrofon, was ich mir definitiv kaufe, das ist ausmachbar am Mikrofon. Aber momentan ist das, finde ich, eigentlich super dafür. So, wir essen jetzt erstmal was und hoffen, dass wir irgendwie überleben ohne Wasser. Weil uns fehlen immer noch 600 Simoleons. Mindestens. Und wir müssen ja eigentlich noch ein bisschen Geld auf... Nee, lass mich mal anders hinsetzen. Ein bisschen Geld mehr haben, damit wir uns auch noch ernähren können. Weil wenn wir nichts mehr kochen können, dann ist es auch irgendwie nicht so toll. Ich hoffe mal, dass die Tage einigermaßen jetzt schnell rumgehen. Und, oh, sie ist krank. Genieße das Wasser, solange es wir noch haben, du. Der Strom wurde abgestellt. Bezahle deine Rechnungen. Das ist das, was ich jetzt immer an Nachricht bekomme. Das ist ganz toll. Ich glaube, hast du das jetzt aufgegessen? Den isst du aber gleich noch auf. Wir üben jetzt ein bisschen und dann isst du das noch auf. Das Doofe ist ja auch immer, wenn sie sich in die Hose machen, dann sind sie ja so dermaßen dreckig, dass sie dann ja immer noch sehr lange beim Duschen brauchen. Das ist ein bisschen... So, und jetzt geh raus. So, ich spule extra ein bisschen, damit die Zeit rumgeht. Was hast denn du jetzt vor? Ich glaube wahrscheinlich... Ah. Umtreten. Duschen können wir noch, okay. Ich glaube, bis abends haben wir jetzt noch Zeit. Wir müssten jetzt die, also heute Abend so um, ich glaube so kurz vor 11 oder so, wird das Wasser abgestellt. Das heißt, wir müssten 2 Tage auskommen ohne und müssten auf der Arbeit richtig gute Leistung bringen und vielleicht sogar befördert werden, sodass wir dann die Rechnung bezahlen können. Das wäre echt super. Und irgendwie, oh mein Gott, warum ist sie jetzt so, oh oh. Sie ist sauer. Alles ist super. Du bist total nett. Ja, alles toll. Ja, aber in Wirklichkeit hasse ich dich und will dich umbringen. Siehst du? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ja. Siehst du? Ja. Ja, du hast sie sauer gemacht. So, wir haben genug Musik geübt. Wir sind mittlerweile sogar schon Geige Level 5 und sind schon fast bei Level 6 und wir kommen einfach nicht weiter, weil... Kann man da Teile plündern? Teile plündern! Kann ich in der Mülltonne plündern? Geld! Okay,
Es wäre cool, wenn man in den Mülltonnen halt auch noch so Zeug suchen kann. Tobano. Tell a Jim Whipsy. Merkin Quinova. Yips. Scummage. Canoof. So, wir haben unseren Salat aufgegessen und jetzt können wir uns noch so ein bisschen... Wo ist denn sie? Wo sind die alle hin? Versuchen sie mal ein bisschen zu beruhigen und... Denken sie ab und reden so ein bisschen über unsere Interessen. Narva. Garza. From the Bwis, Dens Doba, Tribna. Tunga Chusen. Hunga. Hushal? Smurgs. Glaive, Narza. Zarkini. Beleidigendes Gespräch. Hab ich das gemacht? Das wollte ich gar nicht. Oh, you drift. Reba! 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 Lymphia Zerpa. Ich konnte sie nicht beruhigen. Jetzt geht gerade voll eine Grippe hier bei unserer Asylum Challenge Crew ab. Shabini, Woonfik Shyama, Niruda Kampol, Lumbik Jarl, Orbitani, Essenu. Irgendwie spackt das gerade ein bisschen, die springen. Plima, Buriada, Zapula, Veruda Kampoi, Bibidoi Abin. Upasay, Adoy. Penavi Baima Merkid? Huh? Chilu. Sie ist faul dazu. Und wir sind noch Hügerin. Glagam Nushur. Luchi. Nasine Pafarbo. Yucks. Quanky. Siglun Habiro. Pinacapa. Nabe. Reden wir jetzt ein bisschen über Musik und so eine tiefgründige Unterhaltung. Was man machen könnte, wäre unsere Videospielfähigkeit höher bekommen, aber ich glaube, wir können nicht so an einem Turnier teilnehmen. Mit dem PC würde es gehen. Oh. Okay. Bomzoi Dimpish. Flirte mal ein bisschen und mach ein Kompliment. Ja. Wir versuchen weiter, an sie ranzukommen. Habt ihr das oben schon wieder... Wir machen jetzt alles kaputt wieder. So, ich spule mal ein bisschen, weil sie ja oben eh nur repariert. So, jetzt bin ich wieder da. Oh, Zagu Warba. Du brüllst sie nicht an. Wir wollen sie erobern. Du brüllst sie nicht an. Sarp Samso. Quink, quink, aber. Ha ha ha!
Gribene Unkim Lamina? Oh, lass uns das doch mal anziehen. Ich will jetzt eigentlich bei den Klamotten gar nicht mehr so nach Abend-Outfit und sowas gehen mit dem neuen Update, was halt da war, sondern ich mache einfach Outfit sozusagen und ziehe das an, was ich einfach anziehen möchte. Benorf Nerds, Inja, Inja, Hespa. Sminchi, Barleen Yorick. Shanoe. Poganamo. Es ist wirklich schwer, hier an die Leute ranzukommen, romantisch, weil sie einfach so wahnsinnig sind. Shabini. Woonfix Shaima. So freundschaftlich geht voll, aber romantisch geht irgendwie nicht weiter als das. Ich teile hier einfach mal meine Verschwörungstheorie mit. Die verteilen sich gerade alle hier. Wir haben doch noch Wasser. Aber es ist halt dreckig, aber keiner macht sauber. Nö, sorry, das mache ich nicht. Da könnt ihr mich mal. Ich mach nicht alles. Reparieren reicht, dass ich das immer machen muss. Oh, Narga! Warum nehmt ihr eigentlich das ganze Essen mit nach oben? Hört auf! Wir sind eigentlich müde. Ach, verdammt, das mit dem Geld ist echt eine Katastrophe. Und viel Geld durch Teile kriegen wir auch nicht. Was möchte der denn? Möchte mit uns plaudern. Oh. Jumbo, Tarbe, Shabade. Oh yeah, Jack. Das Geld, das reicht vorn und hinten nicht. Das Geld, das reicht vorn und hinten nicht. Das mit der Rechnung ist echt so blöd. Aber wenigstens spülen tun sie noch, solange es noch geht. Oh, sie macht das sauber. Oh mein Gott, wie toll. Oh, Zilnoy. So, wir möchten noch was essen. Okay, mach das so. Oh, pures Chaos hier bei der Asylum Challenge. Pures Chaos. Und ein Konzert geben oder sowas in der Richtung hilft auch nicht weiter. Wie süß der in der Dusche singt. Woi mek, na 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 na. Sikafus, kleiner Wu, Epidor. Hey. Ja, behoi. Fremic Shinishi. Barl Paythamyan. Flemis Yisip. Pures Chaos. Pures Chaos. Kennt ihr diese Momente, wo ihr einfach euren Kopf gegen die Wand schlagen wollt? Das ist gerade bei mir so ein Moment, wo ich denke, ach nein, es ist so schlimm, ich will nicht mehr. Also nicht wegen der Asylum Challenge, es ist einfach so anstrengend mit den Sims. Die quatschen und quatschen und quatschen und quatschen.
Ach ja, einfach hier unten sitzen und essen. Das ist genau das, was ich gerade Lust habe. Meine Ruhe haben vor den ganzen Chaoten da oben. Wir sollten vielleicht nochmal auf die Toilette gehen, bevor gleich das... Gehen wir mal nach oben. Ich habe Vorrang. Dann schmeiße ich mich hier in ein einzelnes Bett. Geh raus, ich muss pinkeln. Solange wir noch spülen können. Aber eigentlich müsste das Wasser gleich abgestellt werden. Zeitlich ist es eigentlich soweit. Wer ist da im Bett? Leo, toll. Leo kann ich nicht ab. Mit Leo mag ich nicht in einem Bett liegen. Aber was macht Sinn da jetzt? Ah, gut. Die örtliche Wasserversorgung hat das Wasser in deinem Haus abgestellt. Bezahle deine Rechnung, damit es wieder angeschlossen ist. Das heißt, wir können die Toilette gehen. Wir können nicht mehr duschen. Also Toilette können wir immer noch verwenden. Wir können halt immer nicht mehr spülen. Essen machen geht noch, aber Hände waschen geht nicht mehr. Das geht auch gar nichts mehr. Backen können wir auch nichts mehr. Es geht gar nichts. Gar nichts. So, da wir schlafen, spule ich. Wir machen ja eh nicht viel. Außer sich was zu essen machen. Haben wir irgendwo noch was im Kühlschrank? Da ist doch noch Salat. Ich weiß, dass ihr keine Lust habt auf Salat, aber du machst dir doch auch eh Salat. Gegen die Tonne treten, oder? Oder Müll wegbringen. Nee, Müll wegbringen. Was sind das hier für Monster? Liche Geräusche. Alle schlafen, bis auf Sophie. Sophie isst ihren Salat. Den Salat, den sie sich selber gemacht hat, obwohl wir noch Salat im Kühlschrank stehen haben. Muss das einer verstehen? Nein. Die Teile möchte ich bitte plündern. Das bringt ihr jetzt nicht weg. Nein, das bringst du nicht weg. Nein. Nein. Nein, du doofe Kuh. Nein. Hör auf. Hör auf, hör auf, hör auf. Ich bringe sie um. Sobald die Challenge vorbei ist, bringe ich sie um, weil sie die Teile, die coolen, tollen Teile... Ja, du kannst dir gerade nichts aus dem Kühlschrank nehmen. Das ist jetzt auch nicht so lebensnotwendig. So, perfekt. Wenigstens noch ein bisschen Geld. Das hält vorne und hinten nicht. Wir müssen in 2 Tagen noch... müssen wir jetzt ohne Strom auskommen. So, ich muss mich jetzt über hier über die Rechnung beschweren, über Wassermangel beschweren. Vielleicht denkt sich dann einer so, ey, komm, ich gehe einfach mal arbeiten. Mopsy? Fetish. Blows it? Oh, Seneca. Veruda, come home. Moosh. Nein. Geh weg, ich will die Teile. Ich darf hier nichts im Inventar haben. So langsam. Besonders wir kriegen durch die Arbeit ja auch nicht wirklich viel Geld. Wir arbeiten 6 Stunden, 36 Simoleons. Das ist nicht viel. Das sind vielleicht 200 oder so. Deswegen hoffe ich... Rudy, come home.
Stell das dann mal wieder hin. Gehen wir da mal ein Konzert. So. Zombo, Plone, Zorbo, Taki Boo. Brink of Lenobo. Mabaisi. Lissarack. Lavar. Oh, unsere Tiger. Reike. Wow, sie ist ein Tiger. Da ist jemand. With them ball, Bob and Nath, on Chibi. Ich habe langsam das Gefühl, dass das Konzert geben hier nicht viel bringt. Da kommt Maurice da hinten. Was machen die denn hier? Das ist Willow Creek, die wohnen in Windenburg. Die gucken, aber... Schade. Aber naja, ich mache jetzt hier an dieser Stelle auch einen Cut. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich bin so ein bisschen... Jetzt auch noch kein Wasser mehr. Wir haben keinen Strom, kein Wasser. Das Leben geht zugrunde. Wir können uns nicht mehr waschen, wir können nicht kochen. Rein gar nichts. Aber wir sehen uns dann in einer neuen Folge am nächsten Mittwoch auch schon wieder. Ich freue mich total drauf. Ich bin jetzt schon voll platt davon. Dieses Silent Challenge ist echt anstrengend. Und ich habe gedacht, oh, die ist doch eigentlich ganz bequem. Das dauert auch nicht lang. Nein, wir kommen in unserem Bestreben überhaupt nicht weiter. Ein bisschen, wir haben fast das Fähigkeiten Level 6 geschafft, aber dann hört das halt auch schon auf. Ja, ich hoffe mal, dass das jetzt ein bisschen besser wird und wir erfolgreicher werden und schneller hiermit durch sind. 2 von 4 haben wir. Das schaffen wir schon. Und ja, wir sehen uns dann am nächsten Mittwoch. Bis dahin. Ciao, ciao.